So Leute, wir machen ein Reaction-Video. Ein weiterer Influencer geht pleite. Passiert ja relativ häufig. Und jetzt schauen wir uns mal das Video hier an von Tanzverbot. Wir gehen direkt rein. Ich will davor noch kurz eine Prognose abgeben, was der denn wahrscheinlich so verdient. Und zwar, ihr könnt hier, Leute, zack, auf Social Blade gehen, okay? Das ist diese Seite hier. Und da könnt ihr oben im Feld eingeben den Usernamen. Und dann könnt ihr auf Twitch und auf YouTube ungefähr sehen, was die so an Klicks machen, was die so verdienen. Und ich vermute mal, dass der Tanzverbot so eine Viertelmillion bis halbe Million Euro locker im Jahr verdient. Das heißt also, er wird wahrscheinlich gute, sagen wir mal, knapp 20.000 Euro netto verdienen. Und dann stellt sich mir schon die erste Frage, wie kann der überhaupt pleite gehen? Weil er hat ja wahrscheinlich keine hohen Fixkosten. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben durch mehrere Unternehmen schon sehr häufig Fixkosten gehabt von 2.000, 3.000, 400.000 Euro. Durch Büromieten, Restaurantmieten, 50 bis 100 Mitarbeiter, diverse Kosten, Berater, Anwälte etc. Man muss natürlich die Kohle erstmal reinkommen und dann kann man natürlich pleite gehen, wenn man sehr hohe Fixkosten hat. Bei Influencern ist es ja meistens so, die sind oftmals eine One-Man-Show mit 2, 3, 4 Leuten, die haben ja gar keine hohen Fixkosten. Das heißt, wie kann er pleite gegangen sein? Ich vermute mal durch Konsum und durch Steuerschulden. Schauen wir es uns mal an. Wieder Späße mache. Es hat auf jeden Fall alles so ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen. Ich war auf einmal in ziemlich wohlhabenden Kreisen unterwegs. Ich will niemandem davon die Schuld geben. Das ist schon mal wichtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie die Schuld für irgendwas gebe. Nicht, schon mal gut, er übernimmt Verantwortung, aber in wohlhabenden Kreisen, Leute, zum Beispiel bei mir, da kam ich vor 15 Jahren nach München, dann war ich in sehr wohlhabenden Kreisen, alles Immobilieninvestoren, Immobilienunternehmer. Und dann haben die mir erstmal einen Job gegeben, der mir erklärt, wie man Geld verdient, der mir erklärt, wie man mit Geld umgeht. Und die haben mir geholfen, reich zu werden. Das heißt, die haben mich nach oben gezogen, nicht nach unten. Jetzt bin ich mal gespannt, was für wohlhabenden Kreisen er war. Ich vermute, es waren auch viele so Blender- und Influencer-Kreise. Dass hier jemand anschreibt, ey, du bist schuld. Nein, ich bin schuld. Ich war in sehr wohlhabenden Kreisen unterwegs. Außerdem, ich will ihn jetzt hier nicht verarschen, Leute. Ich will jetzt hier ein paar Tipps geben, okay? Und dort wurden wohlhabende Dinge getan, wie zum Beispiel shoppen. Jeder hat teure Klamotten getragen. Leute, shoppen ist kein wohlhabendes Ding, okay? Also wohlhabende Leute, die machen primär gemeinsam Business, die reden über Business und die reden, wenn dann, über Autos und Urlaube. Klamotten ist da fast nie ein Thema und wirklich wohlhabende Leute, die tragen meistens Klamotten, wo man den Markennamen gar nicht sieht, wie Tom Ford, Loro Piana, Brunello Cucinelli, Zegna. Die tragen im normalen Alltag nicht diese Givenchy-Shirts und sowas. Die tragen vielleicht mal im Urlaub irgendwo auf Mykonos oder Ibiza mal ein Dior oder ein Louis Vuitton Seidenhemd, aber die tragen das nicht die ganze Zeit zum Alltag. Das ist eigentlich dann eher sogar peinlich, okay? Selbst nie klamottenmäßig so krass unterwegs war oder das mich interessiert hat. Das hat mich nie interessiert. Deswegen haben sich da auch einige Leute damals in Insta-Nachrichten und sowas aufgeregt. Hey, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du auch so ein Modeopfer geworden? Was ist das denn hier? Irgendwelche Marken so? Ja, ist auch jedenfalls, ja. Jedenfalls hat mich das inspiriert. Dann habe ich angefangen, auch auf einmal teure Markenklamotten zu kaufen. Dann habe ich zweimal in der Woche teure Markenklamotten gekauft, dann dreimal, dann viermal und ja, was soll ich sagen, daraus hat sich dann so eine, naja, so eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Ich habe zu Hause... Ich war auch mal kaufsüchtig, aber nach Schuhen, Leute, nicht nach T-Shirts. So irgendwie 200 T-Shirts oder so, es hat mir immer nur diese dämlichen Klamotten gekauft, die einfach immer nur so ein Minderwertigkeitskomplex aufdecken sollen. Also ich denke mal, 90% der Menschen, die so Modemarken tragen, so teure Sachen, die müssen irgendwas kompensieren. So, es ist einfach, also bei mir war es so. Also reiche Leute, die machen es nicht, um zu konsumieren, beziehungsweise um zu kompensieren. Die können es halt einfach, die wollen es. Das ist eher, wenn man so das erste Mal ein bisschen Geld verdient oder sich es eigentlich gar nicht leisten kann, dann will man es kompensieren. Aber das kommt dann, wie schon gesagt, eher peinlich rüber, weil reichen Leuten, denen fällt es auf, ob du es dir leisten kannst oder nicht. Die merken dann am Gesamtbild von dir, bist du das oder bist du das nicht, und dann kommt es sogar eher noch peinlich rüber. Das heißt, trag da einfach ganz normale, gut aussehende, passende, auch recht günstige Klamotten. Und auch ich zum Beispiel, ich habe mein erstes Paar originale Nike-Schuhe mit 22 gekauft. Ich habe davor nur günstige Klamotten gekauft und
Ich habe sogar davor gefälschte Nike-Schuhe aus Thailand gekauft und die haben genauso gut gehalten, wenn nicht sogar länger als die Originalen. Einfach so. Ich kaufe mir teure Klamotten, um den Leuten zu zeigen: Oh, ich habe Geld, guck mal her. Oh, wow, guck mal hier, Balenciaga. Ich habe 400 € für ein Shirt ausgegeben. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann auf einmal so in diese Welt eingetaucht. Dann auch immer in irgendwelchen Clubs und dann auch teure das. Ich habe völlig das Verhältnis dazu verloren, weil ich war halt in dieser, mit diesen reichen Leuten unterwegs. Die haben alle Geld. Die müssen sich keine Gedanken darum machen, weißt du? Aber für mich hat das irgendwie, hat sich dann irgendwas. Ja, ich vermute mal, er war mit vielen Influencern unterwegs und die gehen dann doch schon mal pleite und die können auch mit Geld nicht umgehen, weil die haben meistens Manager. Also meistens sind Künstler, Influencer, YouTuber, Stars, die gehen sehr oft pleite. Warum? Weil es sind keine Unternehmer. Die haben Manager, die können sich meistens selber nicht managen, die können meistens Geld nicht managen und dann passieren da eben schlechte Sachen, okay? Und außerdem, Leute, ich werde jetzt hier eine WhatsApp-Nummer einblenden, okay? Und verschiedene Stichworte einblenden. Wenn ihr zum Beispiel ein Investment- und Geldkurs haben wollt, ja? Denn ich habe einen kompletten Geld-Investment-Kurs gemacht, den bekommt ihr einfach von mir, wenn ihr hier per WhatsApp schreibt, Geldkurs, Investmentkurs. Das sind 10 Videos, wo ich zeige, wie man in unter 10 Jahren ein Vermögen von über 1 Million € aufbauen kann, auch als Angestellter, okay? Und alle Kurse, die ich jetzt hier erwähne, die sind alle gratis, da könnt ihr mir immer entweder hier per WhatsApp schreiben. Oder die sind meistens in den Beschreibungslinks unten, okay? Man so eine Illusion aufgebaut, als wenn ich irgendwie auch reich bin und dazugehöre und dann das, ey, kommst du hier mit? Ah ja, da 1000 € die Nacht, da, das. Das habe ich alles mitgemacht, so, dann war es auch so peinlich, nein zu sagen, dann hat man das gemacht. Und Der Gruppenzwang, der gute Gruppenzwang, ha? ja, dazu kam dann halt auch noch eine gewaltige Inaktivität, kann man dazu sagen. Also nicht nur, weil ich dann in der Zeit halt auch kopftechnisch Stress hatte wegen privaten Problemen, weil man dann halt immer viel Streitereien, dies, das. Dadurch war man dann auch viel kopfbelastet, war nicht mehr online. Nicht online sein bedeutet als Influencer, man verdient kein Geld oder man, ja, man generiert kein Geld. Das bedeutet, ich war dann auf einmal konsumabhängig, süchtig, habe sehr viel Geld ausgegeben, aber habe zur anderen Seite kein Geld mehr oder verhältnismäßig wenig Geld eingenommen. So läuft das dann auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin nicht einer von diesen extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Nein, ich bin Können die meistens auch nicht. jemand, der kaum Deals angenommen hat in seinem Leben. Fängt es an zu regnen? Der kaum Deals in sein Leben angenommen hat und generell auch wirtschaftlich nicht der schlauste Mensch war. Grüße geht raus an die Shit-Krypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Aktien habe ich auch Minus gemacht. Ich habe wirklich, ich bin, also, naja, ist auch egal. Jedenfalls, Ich frage mich mal, nach welchen Tipps oder von welchen Leuten der die Infos bekommen hat zum Investieren. Also da frage ich mich wirklich, weil in Shitcoins investieren, mit Aktien Fehler machen. kommt man dann irgendwann die Realität ins Auge gedrückt? Dann guckt man mal. Außerdem Leute, wenn ihr Aktien abchecken wollt, schaut euch mal diesen Kanal an hier, HKCM, der ist ein sehr guter Aktien-Investment-Kanal, könnt ihr euch anschauen. Mal aufs Konto und dann sieht man so: Oh, also jetzt ist langsam so der Moment, wo man sich sagen sollte: Jetzt sollte ich mal ein Päuschen machen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen regenerieren und mich auch mal wieder auf das besinnen, was mein Leben eigentlich ausmacht. Und das ist ja nun mal das Internet. Das ist ja nicht nur ein Ding, wodurch ich Geld erwirtschafte, sondern das ist ja auch einfach mein Leben. So, das ist ja, es hat mich ja rausgeholt aus meinen nur zu Hause sitzen. Ich habe Videos gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt. Das ist ja mein Leben. Ich mache das gerne, ich streame gerne. Und das hat sich halt alles, irgendwie so ein bisschen abgewendet, weil ich auf einmal nur noch in so Kreisen unterwegs war, immer so KDW, oh, ich gehe jetzt Steak essen und der Gastwirt, der kommt gleich nach vorne und gibt mir die Hand, auch schön, Sie wiederzusehen. Hier, wir haben Ihren Stammplatz. Oh, und das ist alles, was ich nicht missen wollte. Oh, das ist so super toll. Oh mein. Also Leute, ich gebe mal zu, ich finde es schon geil. Also ich finde es geil, wenn man in den geilen Restaurants der Stadt bekannt ist, da essen geht, auch mal auf ein Date geht, die Mädels mitnimmt, einen Geschäftspartner mitnimmt. Ich finde es geil. Deswegen, ich finde Geld verdienen geil. Ich finde Geld verdienen ist eine Sache, wenn man sich's leisten kann, ist super, aber man muss sich halt einfach selber kontrollieren. Und wenn ihr, Leute, ich habe gesagt, ich mache hier ein bisschen Werbung, wenn ihr auch mehr Kohle verdienen wollt, ich mache ein Online-Seminar zum Thema Geld verdienen, wöchentlich 500 bis 5000 € mehr verdienen. Durch Marketing und Vertrieb, da müsst ihr auch kein Influencer sein, ja? Dann könnt ihr euch den Link unten im Video anschauen oder einfach mir hier schreiben.
einfach hier kurz schreiben, und zwar Online-Seminar, Geld verdienen, dann bekommt ihr den Link zugeschickt oder eben die Zusammenfassung im Nachgang zugesendet, okay? Mein Gott, wie man hier umgarnt wird. Ja, kommen wir zum Punkt. Ich bin pleite. Das hört sich lustig an, aber es ist einfach so, ich habe vor ungefähr anderthalb Wochen habe ich einen Anruf bekommen von meinem Steuerberater, der aber schon seitdem zwei Wochen mit mir telefonieren wollte. Dann hat er mir aber auf WhatsApp geschrieben, ey du, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz dringend... Also wenn du deinem Steuerberater zwei Wochen lang nicht antwortest, dann hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren. Wenn der Steuerberater sich bei mir meldet, dann melde ich mich direkt zurück. 2021 und 22 oder irgendwie so 21 fertig machen, weil sonst gibt es Zuschüsse oder nee, wie heißt es? Versäumnis, genau. Dann gibt es so Versäumniszuschüsse vom Finanzamt, weil ich nicht abgegeben habe. Ja, ich habe mich lange gedrückt davor, weil ich Angst hatte, dass etwas passiert, was ich mir nicht wünschen würde. Ich weiß, dass ich 2021, ich musste schon immer vorauszahlen. Also vorauszahlen muss man eigentlich, glaube ich, in den meisten Fällen. Ich glaube, man kann es freiwillig machen oder wenn man zu spät abgibt, dann bekommt man das von dem Finanzamt. Nee, das kann man nicht freiwillig machen. Ab gewissen Umsätzen muss man vorauszahlen. Und das ist ja auch das Krasse, Leute. Deswegen, ihr dürft die ersten drei Jahre im Business, sind die schwierigsten, ihr dürft die ersten drei Jahre keine Kohle ausgeben für Konsum. Ihr müsst die ersten drei Jahre das ganze Geld zusammenhalten, weil genau wegen der Vorsteuer zerlegt die meisten Leute in den ersten drei Jahren. Aufgedrückt, so dass man dann einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss. Keine Ahnung, ich bin kein Steuer. Genau, weil dann zahlt ihr nämlich in diesem verflixten dritten Jahr die letzte Steuer und die prognostizierte neue Steuer auch noch voraus. Und dann wird es eben richtig haarig. Steuerfachprofi, ich habe meinen Steuerberater dafür, der ist sehr gut und bis heute ging auch alles einwandfrei. Ich habe sehr viel vorausgezahlt und ich dachte mir so, ja gut, das sind jetzt, was weiß ich, sind es noch ein paar tausend Euro, die ich jetzt noch nachzahlen muss. Dann haben wir hier schön dieses, da haben wir die Bildschirmaufnahme auf, wir reden übereinander, er geht mit mir die Ausgaben durch, ich so, boah, krass, krass, crazy, crazy. Viele Ausgaben gehabt, hat er mich auch gelobt für, nice, dann gehen wir runter zu... Gelobt für die Ausgaben, verstehe ich jetzt nicht ganz. Zahlender Betrag... Ich habe so vor dem PC gesessen. Sie meinen das ernst, oder? Nee, aber jetzt kommt mal 2022. Nochmal der Betrag. Ja, also Leute, dann kann es kein guter Steuerberater sein. Also Tanzverbot, ich empfehle dir da, geh mit einem Steuerberater zusammen. Und Leute, wenn ihr es euch leisten könnt, sogar mit einem Wirtschaftsprüfer. Die sind meistens noch deutlich teurer, aber halt auch deutlich besser. Die erklären euch das alles, wie das funktioniert. Das war es jetzt hier mit dem Video. Ich will einfach nur ein paar Sachen sagen. Also erstens mal, Leute. Wenn ihr 300, 400, 500 Euro für ein T-Shirt ausgebt, okay? Ihr könnt im Monat für 300, 400, 500 Euro euch ein Immobilienvermögen von über 500.000 Euro aufbauen in 20 Jahren. Wie das geht, Link hier unten oder wenn ihr mir hier einfach schreibt an die WhatsApp-Nummer Immobilien, dann schicke ich euch ein einstündiges Training zu, wie ihr mit ein paar hundert Euro pro Monat, anstatt für Luxusklamotten und Schrott die auszugeben, in einem Immobilieninvestment mehrere hunderttausend Euro aufbauen könnt, okay? Punkt 1. Dann Punkt 2. Ihr müsst Geld verdienen und Geld richtig investieren, richtig sparen. Dazu habe ich einen Geldkurs gemacht. Könnt ihr euch auch hier abchecken. Und der letzte Punkt, meine goldene Regel ist die, und zwar aktiv verdientes Geld investiert man nur. Das heißt, alles Geld, was aktiv verdient wird, stecke ich in Immobilien, Krypto, Aktien, Rohstoffe, okay? Und auch in meine eigenen Unternehmungen. Und dann das Geld, was ich dadurch passiv verdiene, nur das gebe ich für Luxus aus, beziehungsweise ich habe jeden Monat eine Prozentzahl, zum Beispiel 5% von den Gewinnen, nicht vom Umsatz, sondern von den Gewinnen, die übrig bleiben, die kann ich dann eben ausgeben für Luxus, für Schrott etc. Und ihr müsst euch einfach ein paar Finanzregeln machen, denn alle Männer, Frauen auch, aber vor allem Männer, sollten diese drei Dinge im Leben absolut beherrschen. Ernährungs- und Trainingsplan für optimale Fitness, Gesundheit und Selbstbewusstsein. Punkt 2, Geld verdienen und Kompetenzen aufbauen. Geld verdienen und Kompetenzen aufbauen. Und Punkt Nummer 3, Geld richtig investieren, Geld verwalten und Geld vermehren. Das sind drei wichtige Punkte, die sollte jedermann können. Ja, lasst euch vor allem, wenn ihr jung seid, nicht von diesen Influencern und so weiter beeindrucken und influenzen, dass ihr irgendwelche Luxusschrott kaufen müsst, Leute, das braucht ihr alles nicht.
das war's von Video. Ich werde jetzt in Zukunft, ja, hoffentlich gibt es ein paar spannendere Reactions. Ich fand das alles hier nicht so spannend, nicht so krass. Trotzdem lade ich es mal hoch für euch als Abschreckung. Und eben ganz wichtig, checkt die Links ab oder schreibt mir hier für das Thema mehr Geld verdienen. Ich habe auch einen Investmentkurs, der ist auch gratis. Einfach hier schreiben oder bei mir bei Telegram schauen. Und auch das Thema Immobilien, wie das Ganze funktioniert. Eine Stunde Content wird euer Leben verändern. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas von diesen Dingen wollt, das ist alles gratis, dann schreibt mir einfach nur hier per WhatsApp oder schaut unten in die Beschreibung. Das war's, euer Karl, haut's rein, ciao.